Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dass zu einem funktionierenden Rechtsstaat zwingend eine leistungsfähige Justiz gehört, ist unbestritten und war schon immer eine zentrale Forderung der Alternative für Deutschland. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, zum Beispiel durch Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die Einführung moderner Datenverarbeitung oder die Anhebung der Besoldungsstruktur, wird die Attraktivität des Arbeitgebers hessische Justiz sicher steigern und wird auch von uns befürwortet. Die hessischen Gerichte, Richter, Staatsanwälte, Rechtspfleger, die Geschäftsstellen und Mitarbeiter im Justizvollzug überlastet sind, ist den Beschäftigten nicht anzulasten. Es ist das Ergebnis jahrelanger verfehlter Politik in Berlin und hier in Hessen. Die Überlastung in den Staatsanwaltschaften und den verschiedenen Gerichtszweigen wird an den langen Verfahrensdauern gerade auch in der ordentlichen Gerichtsbarkeit deutlich. Verehrte Damen und Herren, wenn man die Personalnot im Bereich der Justiz beklagt, dann sollte man die Augen nicht vor Fehlentwicklungen verschließen. Dazu bedarf es gründlicher Ursachenanalyse und nicht nur oberflächlicher Symptombekämpfung durch immer mehr Personal. Die Mängel der Rechtsstaatlichkeit kann auch die werbewirksame Überschrift Pakt für den Rechtsstaat nicht überdecken. Diese Mängel sind sicher eine Ursache für die Krise in unserem Land. Konstituierendes Merkmal eines demokratischen Rechtsstaates ist nach einhelliger Auffassung die Gewaltenteilung. Die ist sicher verletzt, wenn Minister und Staatssekretäre gleichzeitig Parlamentsabgeordnete sind. Mit dem Gewaltenteilungsprinzip ist sicher auch nicht vereinbar, wenn die Besetzung unserer obersten Gerichte und des Bundesverfassungsgerichtes durch Absprachen in den politischen Parteien erfolgt. Verehrte Damen und Herren, in den Paragraphen 146 und 147 Gerichtsverfassungsgesetz ist festgeschrieben die Weisungsgebundenheit der Staatsanwälte. Der EuGH hat deshalb in seinem Urteil vom Mai 2019 entschieden, dass die deutschen Staatsanwaltschaften keinen europäischen Haftbefehl ausstellen dürfen, da bei ihnen die Gefahr bestünde, von der Exekutive beeinflusst zu werden. Der Richter am Verwaltungsgericht Dresden, Herr Udo Hochschild, schrieb dazu, Zitat, in Deutschland ist die Justiz fremdbestimmt. Sie wird von einer anderen Staatsgewalt, der Exekutive, gesteuert, an deren Spitze die Regierung steht. Deren Interesse ist primär auf Machterhalt gerichtet. Dieses sachfremde Interesse stellt eine Gefahr für die Unabhängigkeit der Rechtsprechung dar. Deshalb sind Richter keine Diener der Macht, sondern Diener des Rechts. Deshalb müssen Richter von Machtinteressen freigesprochen und frei organisiert werden. In Deutschland sind sie es nicht. Zitat Ende. Die Kritik zur Rechtsstaatlichkeit ist Ihnen, Herr Staatsminister, sicher bekannt. Artikel 20 Grundgesetz, die zentrale Norm zur Staatsorganisation, spricht nicht nur davon, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, sondern auch, wie sie ausgeübt wird, nämlich durch Wahlen und Abstimmungen. Verehrte Damen und Herren, Volksabstimmungen und Volksentscheide, auch auf Bundesebene nach Schweizer Vorbild, fordert einzig und allein nur die AfD. Alle anderen Parteien fürchten ihren Machtverlust und die Kontrolle durch das Volk, wie der Teufel das Weihwasser. Deshalb wird sich daran wohl so schnell auch nichts ändern, es sei denn, die Wähler entscheiden es anders. Die Dysfunktionalität von Verwaltung und Gerichtsbarkeit und die Erosion des Rechtsstaates zeigt sich gerade im Bereich der Masseneinwanderung und beim Missbrauch unserer Asylverfahren. Verehrte Damen und Herren, mit großem Personalaufwuchs im Verwaltungsgerichtsbereich werden tausendfach Asylverfahren entschieden, weit überwiegend mit ablehnendem Urteil. Diese mit Milliardenaufwand durchgeführten Verfahren und Urteile werden letztlich nicht vollzogen, sondern als Warteschleife mit Drehtüreffekt genutzt, um Duldung und endgültiges Bleiberecht mit Versorgung durch unser Sozialsystem zu erreichen. Diese
Diese Massenmigration wird letztlich zur Zerstörung unserer sozialen Sicherungssysteme führen müssen. Sogar CDU-Ministerpräsident Wüst aus NRW verzichtet mittlerweile auf die Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer in die Heimatländer. Die Ampel in Berlin will jetzt im Schnellverfahren einbürgern und deutsche Pässe verteilen. Schnell versus gründlich. Schnell einbürgern heißt Fehler machen, die dann wiederum auf dem Rücken von Justiz und Polizei ausgetragen werden. Im sogenannten TESO-Urteil hat das Bundesverfassungsgericht die staatliche Aufgabe noch anders festgeschrieben. Die Probleme, die Sie lösen wollen, schaffen Sie fortlaufend selbst. Dabei wäre die Lösung so naheliegend: Sicherung der Außengrenzen, Kürzung und Umstellung der Versorgung auf Sachleistungen, illegale und kriminelle Migranten umgehend abschieben. Dies alles auf rechtsstaatliche Weise, und die Justiz wäre signifikant entlastet. Verehrte Damen und Herren, allein es fehlt der Wille in Berlin und auch in Hessen. Der ehemalige Innenminister Seehofer hat es nicht getan, und Innenministerin Faeser spricht weiterhin Einladungen aus. In Hessen sieht es nicht besser aus. Wer oder was hindert die politischen Akteure daran, die Interessen der eigenen Bürger zu vertreten, fragt sich der interessierte Beobachter. Dabei gilt es auch, die unrühmliche Rolle der Mädchen näher zu betrachten. Diese Zuwanderung gerade junger Männer aus dem muslimischen Kulturkreis lehnt zu großen Teilen unsere Rechts- und Werteordnung ab. Verehrte Damen und Herren, die ganz persönliche Freiheit und Sicherheit jedes Einzelnen wird dadurch eingeschränkt, dass nicht nur auf der Kölner Domplatte zu Silvester in Berlin oder wie jetzt in Gießen, nein, Schwimmbäder, Schulhöfe und öffentliche Verkehrsmittel sind inzwischen vielerorts zu Angsträumen geworden. Das Kolumbiabad in Berlin musste sogar geschlossen werden. Viele Verfahren drohen, die Justiz wird belastet. Es haben sich Parallelgesellschaften und kriminelle Clanstrukturen etabliert, die ihr Eigenleben führen. Viel Arbeit für die hessische Justiz, wenn denn der Rechtsstaat ernst genommen wird und Verstöße konsequent geahndet werden. Eine selbstverschuldete Überfrachtung des Justizapparates in noch nicht überschaubarem Umfang. Verehrte Damen und Herren, wann hat sich diese Landesregierung im Bundesrat für ein Ende des Migrationswahnsinns eingesetzt? An dieser Stelle hätten Sie Wertvolles für die Rechtspflege in Deutschland und bei uns in Hessen leisten können. Behörden wären entlastet, nebenbei bemerkt auch der Steuerzahler in Hessen, der durch die Politik des kollektiven Versagens seine mühsam erwirtschafteten Steuern für einen Staatsapparat hergeben muss, der sich längst und konsequent davon verabschiedet hat, das Wohl der eigenen Bürger im Blickfeld zu haben, der die Infrastruktur verkommen lässt und einer neuen Qualität und Quantität von Kriminalität offenbar gleichgültig gegenübersteht. Messerattacken, Gruppenvergewaltigung, Massenschlägereien, alles Phänomene, die noch vor wenigen Jahren unbekannt waren. Die Polizei ist hoffnungslos überlastet, die Justiz ist es auch, der Staat wird dysfunktional. Verehrte Damen und Herren, Herr Kummer, jetzt können Sie noch einmal zuhören. Statt die Probleme, die man selbst geschaffen hat, bei der Wurzel zu packen, kommen Messer- und Waffenverbotszonen, Polizei in Schwimmbädern und ein wachsender Justizapparat. Damit lassen sich nicht einmal die Symptome der politischen Amokfahrt lindern, geschweige denn beseitigen. Es ist eher eine Sterbebekleidung eines an allen Gliedern kranken Rechtsstaates. Ihre Werbebotschaft vom Pakt für den Rechtsstaat gibt dies ungewollt zu. Warum bräuchte es sonst einen solchen Pakt? Im Übrigen ist dieser Pakt ja auch nicht eine Erfindung von Hessen, sondern der geht zurück auf die Merkel-Regierung in Berlin. Häusliche Gewalt, und da komme ich auf Ihre Aussage, häusliche Gewalt ist eine schlimme Sache. Sie tritt in allen Gesellschaftsschichten auf. Die Auflösung traditioneller Familienbilder hat diese Gewaltexzesse noch befeuert, wie ein Blick in die Frauenhäuser belegt. Migrantenfamilien sind davon überproportional betroffen. Zum Thema Fußfessel. Es gibt keine Veranlassung, die Hoffnung in dieses Instrument zu hoch anzusetzen. Ein Beispiel aus der Presse, hier aus Münster. Mörder legt vor Haft Fußfessel ab. Und eine andere Pressemitteilung aus München. Verurteilter Straftäter mit Fußfesseln missbraucht 7-jähriges Mädchen. Die klassische Polizeiarbeit kann dadurch lediglich in Einzelfällen ergänzt werden.
Sie sprachen bei Ihrem Maßnahmenkatalog davon, dass Angriffe aus rassistischen, antisemitischen, homophoben oder transphoben Motiven zunehmen. Dann sind wir sehr auf die Bekämpfung islamistischer und linksradikaler Gruppen gespannt. Der antisemitische Al-Quds-Tag in Frankfurt sei hier exemplarisch genannt. Herr Minister, dort wird der Hass gesät, den Sie erwähnen, aber nicht meinen. Natürlich können Sie es nicht lassen, der einzigen Opposition Dinge anzudichten, die Sie allesamt bei linken und islamistischen Gruppen finden. Diejenigen, die ständig von Hass reden, sollten zunächst in den eigenen Reihen. Darf ich kurz? Kann ich kurz? Bitte ein bisschen Ruhe, die Zwischenrufen. Diejenigen, die ständig von Hass reden, sollten zunächst in den eigenen Reihen danach suchen. Es ist, meine Damen und Herren, ich möchte doch ein bisschen um Ruhe bitten. Es ist auch nicht ersichtlich, wie der geplante Personalabbau in der Justiz an diesen gesellschaftlichen Verwerfungen etwas zu ändern vermag. Das Vertrauen in staatliches Handeln ist nicht zuletzt in der Corona-Maßnahmenkrise in großen Teilen der Gesellschaft schwer erschüttert worden. Die Steuerung durch Angst, wie im Panikpapier des Bundesinnenministeriums beschrieben, ist längst nicht vergessen, im Gegensatz zu das, was Förster Heldmann hier gesagt hat. Die grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte der Bürger nach Artikel 1 Absatz 3 wurden in dieser Zeit in einem nicht vorstellbaren Ausmaß beschnitten. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen und brutal gegen den Nürnberger Kodex von 1947 verstoßen. Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, Kinder mit Masken auf dem Schulhof, unmenschliche Behandlung von Altenheimbewohnern, Impfnötigung respektive Impfpflicht, untersagte Demonstrationen und Kundgebungen, Hetzjagden auf Unmaskierte, Betretungsverbote für öffentliche Gebäude, Bußgeldorgien gegen freiheitsliebende Bürger. Die Liste der Rechtsbrüche. Also, die Liste der Rechtsbrüche, die Sie in dieser Zeit zu beantworten hatten, ist ebenso atemberaubend lang wie die angerichteten Schäden bei Beschäftigten, Familien, Selbstständigen und Unternehmen atemberaubend groß ist. Firmenpleiten, Impfschäden, psychische Spätfolgen, all das muss in den kommenden Jahren akribisch dokumentiert und sauber aufgearbeitet werden. Da kommt auf den Justizapparat viel Arbeit zu. Dazu sollte auch im Hessischen Landtag ein Untersuchungsausschuss eingerichtet werden. Das weiß ich. Verehrte Damen und Herren, Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat mittlerweile unbedacht die Äußerung fallen lassen, die Maßnahmen im Freien seien teils Schwachsinn gewesen. Von Exzessen der Bundesländer sprach er ebenfalls. Inwiefern die hessische Landesregierung an diesen Exzessen und schwachsinnigen Maßnahmen im Freien mitwirkt und damit das Recht mit Füßen getreten hat, gilt es vollständig aufzuklären. Eine Entschuldigung bei den Bürgern Hessens wäre ein erster und guter Anfang. Neue Stellen in der Justiz klingt prima, nützt nur wenig, wenn die neuen Mitarbeiter mit noch anhängigen Corona-Bußgeldern beschäftigt sind, die selbstverschuldet die Justiz quantitativ völlig überfrachten. Ein Rattenschwanz an Verfahren mit überzahlten Hilfen und Betrugsverfahren im Zusammenhang mit Testzentren und Impfungen kommen noch hinzu. Ein sich stetig ausweitendes Feld werden die Klagen wegen Impfnebenwirkungen sein, da man den Bürgern ohne deren Wissen eine experimentelle Gentherapie als Impfung verkauft hat. Ein beispielloser Vorgang, der dramatische gesundheitliche und eben auch juristische Konsequenzen erwarten lässt. In Bayern werden rechtswidrig verhängte Bußgelder im Zusammenhang mit Maßnahmen zurückgezahlt. Wie steht es in Hessen?
Unter dem Deckmantel einer vermeintlichen Klimarettung droht ein weiterer Anschlag auf das Privateigentum von Bürgern, Mittelstand und Landwirtschaft. Offensichtlich werden in Berlin und Brüssel die Interessen internationaler Großanleger und Hedgefonds durchgesetzt, wie sich an der personellen Verfilzung in den Berliner Ministerien gerade offenbart. Wir haben weltweit nicht nur die höchsten Steuern, wir sind auch führend mit den weltweit höchsten Energiepreisen aufgrund der sogenannten Energiewende und den Russland-Sanktionen. Dieser Cocktail führt inzwischen zur Deindustrialisierung Deutschlands. VW steht mit dem Rücken zur Wand. Bosch, BASF, Bayer und viele andere Unternehmen verlagern große Teile ihrer Entwicklung und Produktion gerade ins Ausland. Die Insolvenzen erreichen ein 7-Jahres-Hoch. Auch diese Entwicklung wird nicht nur im Bereich von Kündigungsschutzklagen oder Sozialplanvereinigung letztlich die Justiz beschäftigen. Ein wichtiger Bestandteil des sogenannten Green Deal wurde vergangene Woche das Renaturierungsgesetz mit den Stimmen der CDU im EU-Parlament durchgewinkt. Hier wird ein gesellschaftlicher Transformationsprozess angeschoben, der, so ist zu befürchten, nicht nur die Justiz überlasten wird. Danach sollen mindestens 20% der Meeres- und Landflächen renaturiert werden. Zusammen mit großflächigen Pflanzenschutzverboten und Düngeeinschränkungen wird dies zu einem weiteren massiven Höfesterben führen und zu großen Brachlandgebieten. Das werden die Betroffenen nicht klaglos hinnehmen, wie ein Blick nach Holland verrät. Sieht so eine rechtsstaatskonforme Enteignung aus, frage ich Sie. Für klimafreundliches Heizen musste gerade die Beratung des Gebäudeenergiegesetzes, das sogenannte Heizungsgesetz, auf die Zeit nach der Sommerpause verschoben werden. Allein die Ankündigung hat schon zu einem massiven Preisverfall bei Wohngebäuden und Immobilien geführt. Auch hier sollte bedacht werden, dass Bestandsschutz ein einklagbares Recht ist. Herr Abgeordnete Schenk, Sie legen den Begriff der Diskussion hier sehr weit aus. Sie kommen immer wieder auf das Thema Rechtsstaat zurück. Aber das eigentliche Thema, was Sie jetzt benennen, hat mit dem aktuellen Regierung der Landesregierung wenig zu tun. Frau Vorsitzende, ich komme zum Schluss. Ohne eine grundlegende Änderung Ihrer Politik ist der sogenannte Pakt für den Rechtsstaat und der Personalaufwuchs im Bereich der Justiz lediglich der untaugliche Versuch, die selbst angerichteten Missstände zu verschleiern. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.